Hey Leute, heute geht es um die ALS Ice Bucket Challenge, aber nein, in diesem Video kippe ich mir keinen Eimer Wasser über den Kopf, sondern es geht darum, warum ich mich entschlossen habe, diese Challenge nicht anzunehmen. Ich habe nämlich meine Gründe und genau darum geht es eben in diesem ungeskripteten Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! Auf der Liste, ganz klar auf Platz Nummer 1, ist, dass für die ALS-Forschung erstens extrem viel Geld schon überhaupt vorhanden ist und zweitens diese Forschung sehr viele Tierversuche eben veranstaltet. Das ist an sich natürlich noch nicht mal so ein großes Problem, aber das Problem ist, dass die Forschung erstens extrem wenige gute, positive Ergebnisse findet in ihrer Forschung. Das heißt, es gibt extrem viele Tiere, die qualvoll verenden, weil die Medikamente, die die Forschung erfunden hat, überhaupt gar nicht gewirkt haben. Und all so ein Zeug. Und die Tiere wirklich sterben qualvoll. Das sind, glaube ich, meistens Mäuse oder Ratten. Also das ist wirklich überhaupt nicht schön, was da veranstaltet wird. Und eben mit den Spenden, die durch die ALS Ice Bucket Challenge gespendet werden, damit werden eben diese Tierversuche gefördert, weil bis jetzt wurde sich davon noch nicht distanziert. Punkt Nummer 2 ist, dass diese Challenge mittlerweile eigentlich jeder macht und viele wissen überhaupt gar nicht mehr richtig, wofür es überhaupt ist. Viele Videos sind wirklich nicht mehr dazu da, um auf ALS aufmerksam zu machen, sondern dienen einfach nur noch dazu, dem Creator davon Klicks, Likes und ja, einfach Fame zu bringen. Was ich aber auch nochmal kurz anmerken möchte, ist, dass ich auf keinen Fall die Krankheit ALS irgendwie erniedrigen möchte oder sowas. ALS ist eine wirklich schlimme Nervenkrankheit und darauf möchte ich in diesem Video auch gerne nochmal hinweisen, denn ich habe wirklich nichts dagegen, auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, aber an die Forschung zu spenden, finde ich nicht wirklich geil. Vor allem auch, weil die Medizin und die Forschung eine der reichsten Intuitionen auf der Welt überhaupt ist. Und es geht einfach nicht, dass die jetzt das Geld in den Rachen geschaufelt bekommen. Etwas anderes, was mich auch noch extrem genervt hat, ist, dass auf einmal jeder davon ausgeht, dass jeder x-beliebige Typ einfach Geld an diese Organisation spendet. Ich wurde zum Beispiel von Kilian von einer Review nominiert für die Challenge, was ich auch eigentlich ziemlich cool finde, nur ich habe halt jetzt ein paar Probleme mit dieser Challenge und es kamen gleich Leute an, als ich geschrieben habe, ich nehme diese Challenge nicht an und meinten, ja, spende doch an irgendwas anderes. Ich meine, habe ich gesagt, dass ich überhaupt etwas spenden kann, dass ich die Mittel dazu habe? Ich bin Schüler und es ist ganz normal, dass man als Schüler nicht einfach so irgendwelchen Intuitionen was spendet. Ich finde, es kann nicht sein, dass durch irgendeine Challenge ich jetzt verpflichtet bin, etwas zu spenden. Und zum Ende hin möchte ich euch nochmal sagen, wenn ihr etwas spenden wollt, dann wartet doch nicht auf irgendwelche Challenges, die auf euch zukommen oder so, sondern spendet einfach und spendet an das, was euch wichtig ist, weil, um ganz ehrlich zu sein, ALS ist keine besonders häufige Krankheit. ALS kommt sehr, sehr selten vor und es gibt andere Krankheiten, wo auch wirklich die Medizin erfolgreicher ist und sowas, wo man deutlich besser hinspenden könnte. Also Leute, spendet, wenn ihr Bock habt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es mal was anderes war. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.